Hey, ich bin Daniel und ich baue in Sims. So, und heute bauen wir das Arabic House weiter. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, wir sind in der Welt Strangerville aus dem Strangerville Gameplay Pack und wir haben letztes Mal das Schlafzimmer hier weitergemacht. Danke nochmal für euer Feedback dazu, da müssen wir nochmal ran, da gab es einiges an Kritik. Und ja, so sieht das Haus bisher aus. Hier nochmal den Grundriss, falls ihr es nachbauen wollt, hier auch mit Kästchen. Und dann jetzt erstmal Daumen hoch, dann geht's auch schon los nach dem Intro. Vielen lieben Dank euch! So, dann gehen wir mal rein in die gute Stube hier. Da haben wir ja natürlich noch einiges zu tun. Also, Punkt 1, das war euch dann doch zu Boho-mäßig. Ich fand den Sessel ganz toll, auch farblich und so. Aber dann packen wir das weg. Und ich habe auch schon eine Idee, beziehungsweise ihr habt auch kommentiert, immer wieder so ein bisschen moderner Luxus-Set. Da könnte was passen. Das probieren wir mal dann doch mal aus. Und dann, verzichten wir erstmal auf diese Kommoden. Ich packe aber das Zeug hier erstmal zur Seite. Mal gucken, ob wir das noch brauchen. Und auch zur Sitzecke gab es wieder Kommentare. Also wirklich cool, dass ihr da wieder so mitfiebert und auch Ideen euch überlegt. Hier ist sehr, sehr nice. Und wir gucken mal, ob wir da auf irgendeinen Nenner kommen, mit dem alle leben können. Das ist ja immer... Ja, verschiedene Geschmäcker, aber auch die Stile. Also ich möchte mit diesem Haus, weil es auch gefragt wurde, in welche Richtung möchte ich denn gehen, eher in die Richtung ein Mix aus modern und traditionell, natürlich auch mit Handwerk, deswegen auch war der Sessel mit dabei, ne? Das sah so geknüpft aus und so, das fand ich ganz cool. Ich habe aber so ein bisschen vernommen, dass ihr mehr in die Richtung hier luxuriös, pompös wollt. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Dann machen wir das und gucken mal, wie ich das dann auch noch kombiniere. Und da haben wir, glaube ich, auch hier eine Kommode dazu. Ne? Da können wir die mal nehmen und dann packen wir das Bild hier auch mal zur Seite, beziehungsweise die Rolle hier. Mal gucken, wo wir die mal hier hin. Und setzen das Bild hier in die Mitte. Dann haben wir das nämlich, was war das? Dann haben wir das nämlich hier so schön zentral und es ist ein bisschen luftiger. Das war auch so ein bisschen die Kritik. Und ich denke, dann passt das ganz gut. Und auch den Teppich, den sollte ich mal hier probieren. Ja, das ist gut. Dann machen wir den Puff vielleicht hier doch weg, weil wir haben ja hier dann die Puffs. Und hier Puffs, zwei Stück habt ihr kommentiert. Das können wir auch mal machen. Na, jetzt kommt natürlich wieder ein bisschen Deko zurück. Oh, da ist wieder blöd hier mit den Slots. Oh, ne. Möchte ich aber anders haben. Dann packen wir das hier rüber, dass das hier so ein bisschen die Kurve zum Bild hier macht. Ja, dann würde ich die aber dann auch, wenn dann schon richtig hier, oder was? Wenn dann schon richtig. Ich fand das Weiß eigentlich gar nicht so schlecht, weil die anderen so ein bisschen arg bunt sind. Probieren wir es mal so. Was war denn das andere hier noch? Das ist das. Mit Schwarz und das mit, nee, das ist zu pink. Nehmen wir mal das so ein bisschen schlichter, genau, in die Richtung. Und dann probieren wir es mal hier mit dem Raumtrenner, wobei das Lämpchen hier auch ganz süß ist, ne? Können wir das auch vielleicht hier nehmen. Packen wir das mal auf die andere Seite hier rüber. Dann haben wir da so eine kleine Pseudo-Lese-Ecke, würde ich mal sagen. Ja. Und dann probieren wir es mal mit einem Raumtrenner. Da habt ihr ja auch was geschrieben, und zwar aus dem Großstadt, dem Pack gibt es, glaube ich, einen, der ganz gut passt. Also so ein... Sowas ist ja auch ganz typisch. Da gibt es, glaube ich, einen. Den können wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Mal gucken, in welchen Farben der verfügbar ist. Da. Spiegel des Imperators. Ja, oh, das würde wieder zu unserem Türkis passen, was wir jetzt wieder rausgemacht haben. Aber da können wir doch bestimmt hier... Ja, so ein Dunkelbraun nehmen wir da, oder? Probieren wir das mal so. So ein bisschen gedreht hier auch, sodass das so ein bisschen den Raum hier einnimmt. Können wir das hier noch ein bisschen rüberziehen, damit das hier noch... Damit der Teppich hier so mehr sichtbar ist, ne? Ist ein bisschen schwierig mit dem Teppich, weil natürlich das Sideboard hier jetzt nicht zentral ist vom Teppich aus gesehen. Vielleicht kriegen wir das noch hin, dann hätten wir auch hier noch ein bisschen mehr Luft neben der Tür. Lass uns das mal so probieren. Oh, das Ding ist hier echt... Lass mich dort platzieren, wo ich das will hier, Mensch. Haben wir noch... Ja, so ein bisschen können wir den auch noch dann... So, dann haben wir da das und der kommt ein bisschen zurück. Genau, ich glaube, so ist ganz gut. Und das können wir, nee, das muss hier auch, muss hier hinten an der Wand in die Richtung hier so das mal machen. Jetzt haben wir das hier zentriert. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut, das Auge.
Jetzt können wir da noch so ein bisschen irgend so Bücher oder sowas draufpacken. Was haben wir denn da? Ah, so ein bisschen ein paar Zeitschriften, irgendwas. Sieht denn da halbwegs gut aus? Zeitschriften, so ein bisschen irgendwas, ne? Ist eigentlich egal, ist jetzt so Krankenschwester, was ist das denn? Ja, nö. Essen. Ganz wichtig. Ich würde mal das hier leben. Ja, ich glaube, das ist gut. Okay, dann haben wir das auch gelöst. Jetzt können wir nochmal gucken, ob wir vielleicht noch unser kleines Döschen da auch noch drauf packen. Ich mag das eigentlich, weil das halt so ein schönes Ding ist. Ist halt vom Kontrast her ein bisschen blöd, ne, mit dem Orange jetzt hier. Aber vielleicht kann man da auch so ein Graublau oder so nehmen. Ich denke, da ist okay, ne, dass man ein bisschen höher, dass das so ein bisschen Luft hat. Sollen wir das noch ein Stück kleiner machen? Oder wir haben ja eigentlich die Deckenhöhe, ne? Ja, weil das greift das Blau so schön wieder auf und auch diese Beige-Töne und diese Muster und so, das finde ich ganz schön. Und das hat doch jetzt was, oder? Jetzt ist das Bett halt ein bisschen kahl. Aber ich glaube, da nochmal ein Teppich drunter wäre ein bisschen zu viel des Guten, ne? Das wäre, glaube ich, ein bisschen too much dann. Ja, noch so schön die Kerzen, genau. Jetzt hier. Ich habe eine coole Idee. Mal gucken, ob das klappt, aber ich glaube, das passt, weil das haben wir schon mal gemacht. Und zwar im Riad und Hammam. Dazu auch, also gab es eine extra Reihe auch mal. Dazu aber auch die Info. Ich weiß nicht mehr, ob das im Innenhof Oasis Set war. Ich glaube schon. Ja, gibt es die Fenster. Also dazu auch nochmal die Info. Ich möchte hier nicht ein Hammam bauen oder sowas. Ein ganz normales Bad. Natürlich haben wir auch Massage und Yoga und sowas bekommen wir hier rein, aber nicht irgendwie sowas, dass es einen richtigen Wellnessbereich oder so gibt. Und zwar gibt es hier Fenster, was ganz cool ist. Und diese Fenster, die kann man hier rein tricksen. Ich würde mal das ohne, da gibt es aber mit so Fliesen und so, ne? Mal gucken, ist das jetzt außen? Ja, das ist jetzt außen, das ist natürlich blöd hier. Wenn wir das mal so angucken. Dass wir das mal hier, das Schlichte hier nehmen. Da gibt es ein Schlichtes ohne alles hier. Mit Grün und so. Ne, wir müssen schon das Braun hier nehmen. Das gibt's mit Blau sogar. Guck mal, das wäre sogar noch was gewesen hier. Wegen der Farbe, ne? Vom Bett und so mit dem Blau. Aber das Blau ist auch wieder sehr grell. Ich glaube, ich würde es braun machen. Ich glaube, ich würde es braun machen. Ja, so ein dunkelbraun hier. Oder so ein etwas leuchtenderes Braun. Ja, dann haben wir das mehr zu dem Tischchen da auch und so. Dann können wir das vielleicht auch nochmal, aber das gibt es nur mit dem, ja. Nee, da ist nichts. Dann müssen wir das Dunkle nehmen. Dann nehmen wir vielleicht hier doch auch das. Ja, ich glaube, wir nehmen hier das, genau, weil das hier ja so ist, dann können wir das. Nehmen wir das hier. Ja, nehmen wir das. Das passt besser. Das passt auch zum Tischchen. Und dann können wir die hier reinsetzen. Wir haben ja hier die Tür, ne? Und man kann dann hier auf den Balkon, wir haben ja hier im Schlafzimmer, haben wir ja einen Balkon. Und hier das gleiche Prinzip, weil dann können wir erstmal, was ist das für ein schöner Schatten erstmal, ne? Können wir hier nämlich noch einen Schreibtisch reinsetzen. Und ja, hier ist das ist der Badbalkon und das ist der Flurbalkon. Und hier haben wir ja schon einen Balkon. Hier haben wir auch nochmal einen Balkon. Also das ist ja ein Balkonhaus. Und dann können wir nämlich auch, das war jetzt die Idee, hier diese Sitzecke, diese Puffecke hier reinsetzen, dass die nicht so arg im Raum ist. Das ist dann wie so ein kleiner Bereich hier, ne? Da können wir das hier auch mal so ein bisschen, dann müssen wir nochmal gucken, dass wir die hier vielleicht natürlich über den Tisch dann auch setzen. Unsere blauen Lampen. Und das machen wir dann auch Gold, weil wenn wir das Gold dann hier haben, dann nehmen wir hier auch das Gold, würde ich auch sagen, hier dann. Gehen wir weg vom Silber, weil ich hatte ja vorher das Silber hier eigentlich mit drin. Aber jetzt haben wir hier das Gold und das mit Silber ist, glaube ich, nicht so ohne weiteres möglich. Außer man geht ins Ganzweise rein, dass man da mehr in das Silberfarbene geht. Aber ich finde, das Gold passt da ganz gut. Deswegen Kommando zurück. Dann wäre das auch mit Gold, dann würde ich das hier aber auch so machen. Dann müssen wir auch konsequent sein. Ja, that's the case. Okay, dann haben wir das auch gelöst hier, gebongt hier. Ich glaube, diese Lampe muss dann aber woanders hin. Und dann können wir hier auch nochmal gucken, ob wir die vielleicht, die brauchen wir ja hier nicht, können wir die vielleicht da reinsetzen. Hier ist auch noch so düster, müssen wir nochmal gucken. Da haben wir ja, die gehören zum Bett dazu. Das sind so unsere Bettlampen.
Dieses Ding weiß ich tatsächlich noch nicht. Das ist mir so ein bisschen noch ein Dorn im Auge, so wie auch diese Vasen bzw. der Kaktus. Müssen wir nochmal gucken, ob ich den nochmal verschieben kann irgendwo hin. Ich hätte den so gern irgendwo, wisst ihr, und dann... Ja, ist ein bisschen schade, wisst ihr, da ist so... Ich mag den. Dann wäre das Orange jetzt hier so ein bisschen drin, ne? Deswegen hatten wir auch hier vorhin das Orange, aber ich glaube, da ist zu viel. Ach, das geht. Das darf ruhig ein Ausreißer sein, finde ich. Komm, dann machen wir es so. Okay, dann dieses Ding, das müssen wir jetzt mal gucken. Das war ja eigentlich gedacht als Aktivität. Ich finde das eigentlich ganz schön, so ein Plattenspieler. Kann auch nochmal gucken, farblich oder so. Ob wir den da nochmal dann auch, dann gibt es ja auch jetzt mit dem Gold und so, dann können wir das wieder angleichen. Wie, jetzt kommen alle, vorher war es besser. Ich sag's euch hier, ich meine nicht hin und her hier. Und hier können wir auch aus dem modernen Luxus-Set, weil das wäre dann auch ganz passend, ist immer ganz gut, wenn man so ein bisschen hängt, so wie ich jetzt, dass man da dann einfach aus einem Set, oder sag mal, das passt hier sogar voll gut rein, aus einem Set, bestimmtes Set hier was mit reinnimmt und dann ist das nämlich auch harmonisch und aus einem Guss quasi und dann auch hier wieder, ne, das Silber raus und das Gold mit rein. Dann würde ich aber die tatsächlich oben an die Wand hängen und hier gespiegelt rechts und links. Ja, hier ist es ein bisschen gequetscht. Eigentlich brauchen wir da auch keins. Mal wieder das hier rein. Weil dann haben wir, hier haben wir ja die Kerzen und so, die dürfen gerne ein bisschen schimmern. Schummrig schimmern. Und hier ist noch so ein bisschen so eine Lücke. Hier finde ich, passt das ganz gut. Ja, hier ist halt die Wand, ne? Das ist ein bisschen blöd. Entweder rechts oder links eigentlich, aber ich würde es vielleicht auch nochmal probieren, ob wir das, ja, das ist das gleiche Problem hier. Aber das hier vielleicht eher dann an diese Wand, weil man eher von der Richtung guckt, ne? Hm, ja, wie man es dreht und wendet hier. Jetzt ist es raus. Könnten wir eigentlich die Truhe, die passt da so gut ins Eck rein. Das ist so ein bisschen mein Problem damit, dass die so gut da reinpasst. Aber die ist natürlich zu einer Seite hin. Ich würde sie, glaube ich, mal drehen. Wie es eben war, so ist so leicht schräg gedreht. Dann hat man hier noch ein bisschen Mucke hier und dann packen wir das dahin, weil natürlich dann der Zugang zur Truhe dann so ein bisschen hier dann abgerundet wird. Und das darf gerne ein bisschen in die Mitte hier. Dann machen wir das mal so. Ist ein bisschen Luft, ne? Ich glaube, so ist ganz gut. Ich glaube, so ist ganz gut, ja. Hat man das hier so ein bisschen als Chili-Vanille-Ecke. Ja, auch hier haben wir jetzt eigentlich wieder das Silber dabei. Ne? Dann müssen wir hier auch rüber wieder. Das ist halt das Blöde an dem Ding. Ne? Wenn man eins ändert, muss man eigentlich alles wieder ändern. Deswegen, aber ich mach's jetzt mal, weil ich vertraue euch da ein bisschen, mir auch. dass wir das gut hinbekommen. Okay, dann haben wir das auch gelöst. Hier der Teppich ist noch so ein bisschen das Problem. Der könnte aber hier ganz gut aussehen, wobei der ein Stückel zu groß ist dann. Wenn wir jetzt so in die Schräge, müssen wir den ja auch so ein bisschen rein, aber das passt ja so ganz gut, ne? Haben wir die Farbe. Hier ist vom Bad, wenn man rauskommt, so ein bisschen Spiegel. Das Blöde ist halt, der ist natürlich hinter der Tür. Das ist ein bisschen ungünstig von dem Platz her. Ja, da weiß ich aber jetzt auch keine andere Lösung. Habe ich von euch auch nichts gelesen. Also ein bisschen gequetscht da hinten, aber wie denn sonst? Wie denn dann? Haben wir die auch noch dann in Gold, wenn wir jetzt das Gold hier... Ja, da ist doch was hier. Das ist ein bisschen sehr grau. Aber es geht noch. Okay, dann haben wir jetzt hier nochmal die Möglichkeit, da brauchen wir auch nochmal eine Beleuchtung oder sowas, ne? Da muss eigentlich nochmal so eine Tischlampe auch drauf. Dass wir da nochmal ein bisschen Lamps haben. Vielleicht können wir auch in die Ecke unsere Säule hier nochmal rein, weil das sieht dann auch nochmal ganz gut aus, ne? Dass die Ecke da ein bisschen gefüllt ist, so. Machen wir dann auch bis zur Decke hin. Jetzt können wir mal gucken, ob wir hier und da, dann ist das nämlich hier austariert. Ja, hier beim Fenster müsste man sich, ne, da machen wir es nicht, weil dann haben wir das, dann packen wir das da rüber, da hat es nämlich mehr Platz. Bei den Türen machen wir das auch so wie beim Schlafzimmer hier hinten, ne, dass die Fenster so eingelassen sind.
hat das nochmal gleich einen ganz anderen Charakter auch. Und dann, ja, jetzt muss das hier weg. Das muss hier weg, hier. Okay, da gucken wir mal. Mhm. Ich finde, es wirkt hier, es wirkt langsam. Ist das schön mit dem Licht von draußen, oder? Ein bisschen verspielt, darf es auch sein, ein bisschen wuselig, aber nicht zu viel. Und ich glaube, die Kurve ist ja, wenn wir das hier ändern, auch dann gekriegt. Lass mal so. Ja, hier sieht man jetzt den schönen Teppich dann komplett. Ich denke, da ist gar nicht so schlecht. Ja. Würdet ihr da noch einen Teppich unter das Bett packen? Das ist halt die Frage, ne? Wie macht man das? Wie macht man das? Weil wenn da so ein Flauschiteppich irgendwie drunter ist, aber so ein Flauschiteppich ist das? Ich habe eins gelesen und zwar zum Teppich ein Vorschlag, deswegen probiere ich den jetzt auch. Industrieloftset, ne? Da gibt es nämlich einen Teppich, der hier vielleicht in Beige oder so, ja, graublau ist halt wieder, dann ist es zu schwer, glaube ich, ne? Ist zu schwer hier. Aber wenn man da so einen beigefarbenen reinnimmt, vielleicht ein Stück kleiner. Es könnte was sein, ja. Was sagt ihr denn dazu? Bitte mal kommentieren. Vielen lieben Dank euch. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Jetzt haben wir hier auch schön Space in der Mitte, ne? Zum Bewegen so ein bisschen. Ich glaube, das passt ganz gut. Man könnte es uns auch noch hier dieses hier so ein bisschen rüber, ne? Das hier so ein bisschen länglicher machen. Ja. Glaube ich, ist auch nicht schlecht, ne? Das könnte man denn da noch reinstellen? Das wäre auch noch so. Da haben wir doch, warte mal, da haben wir doch diesen Tisch hier, diese Kommode. In diesem Stil gehabt. Alles zeigen hier, das hier vielleicht. Dann haben wir den Stil nämlich abgerundet hier. Aber dann müssen wir die Truhe echt drehen. Dann hat man hinten eine Wand. Mit, ne? Ja, das ist dann wieder auch, die geht ein bisschen tiefer rein, wenn man die vors Fenster stellt. Hätte man das nochmal hier austariert hier. Das ist halt diese Verknüpfung dann wieder, ne? Das geht da ein bisschen unter, das war eigentlich, die Truhe ist halt so groß, aber das ist halt eine Oberfläche. Wenn ich die jetzt wieder verkleinere, dann haben wir da ein Problem, weil die Sims dann Teller in die Luft stellen und sowas. Weiß nicht, ob der Musikplattenspieler da so gut aussieht. Ich mag es vom Kontrast her, aber ja. Hat man noch so irgendwie ein bisschen Deko, Küchendeko, Teebeutel oder so vielleicht? Oder irgendwie... Ich geh mal tatsächlich in die Küche und guck mal, ob wir da noch irgendwie so ein bisschen was für das Tee-Dings da, dass man da vielleicht irgendwie braucht man eher noch mal so eine Kanne oder sowas, ne? So eine schöne Kanne oder so Gebäck oder sowas. Das ist natürlich auch was Geiles eigentlich, ne? Bisschen Baklava. Frage, gibt es da kein Goldener natürlich? Wieso gucke ich eigentlich? Muss auch nicht alles angepasst sein. Ich finde das Braune eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die anderen gehen natürlich nicht. Silber hat jetzt gepasst. Lasst uns doch das mal doch so probieren. Da müssen wir aber die Kekse hier nach vorne so ein bisschen. Das Große nach hinten. Sieht sehr amerikanisch aus, ne? Mit so Muffins und so Dingen, aber... Das finde ich gar nicht so schlecht. Hier ein bisschen Gebäck zum, Doch, komm, dann probieren wir das so. Dann hat auch der... Dann können wir die Tür ein bisschen rüber noch. Dann hat auch der Plattenspieler da so ein bisschen seine Berechtigung. Ja. Sollen wir hier noch so ein paar Kissen hin, schmeißen? Das wäre natürlich auch noch was. Einfach noch so ein bisschen dieses ganze... Eck da ein Stück weit gemütlicher macht einfach, ne? Dass hier so ein paar Kissen noch rumfahren, die man nehmen könnte irgendwie. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ja.
da ein Teppich drunter ist halt auch wieder brutal schwierig, ne? Also falls ihr da noch Feedback habt für einen Teppich oder so, immer her damit. Da bin ich offen. Da bin ich offen dafür. Jetzt geht's weiter. Jetzt gucken wir hier nochmal, ob wir da auch nochmal, weil hier, ich sehe gerade, hier flackert's da am Rand wegen dem Torbogen. Ob wir hier dann nicht doch auch nochmal das hier anbringen, weil dann haben wir es durchgängig gleich. Nur die Tür ist dann wieder das Problem. Das Ding ist auch so ein Wanderobjekt hier, oder? Auch so ein Wanderobjekt. Mal gucken. Kommt erstmal alles ins Bad. So, das passt hier, oder? Ja, ist sehr knapp, aber müsste funktionieren. Müsste gehen vom Gameplay her. Können wir den auch noch ein Stück weiter rüber, nur so ein bisschen. Schissel, missel. Hat man hier auch so einen Trennbereich für die Ankleide, ne? Da kann man sich so ein bisschen verstecken. Okay. Ja, hier können wir das, glaube ich, dann mit Schminkikrams, Baby.show Hidden Objects. Debug. Ausschmücken, da gibt es ja auch ganz viel. Wenn wir es denn finden. Ich mag das mit der Deko immer weniger gern, weil man sucht sich halt hier echt einen Wolf. Und ich möchte es ja immer ohne Mods und so auch machen. Oh, das ist natürlich auch sehr schön. Wenn man hier vielleicht nochmal so ein Glas auch hinbringt. Und mit so goldenen Rand. Trinkbecher aus Glas. Die müssen wir als Zahnputzbecher ins Bad auch nehmen hier. Das wäre geil. Weiß nicht, warum es da zwei gibt, aber ist auch recht. Müssen wir kurz gucken. Genau, da haben wir schon das Schminki-Zeug hier. Sehr gut. Dann kommt das nämlich hier so ein bisschen hin. So, wir leben ja nicht in der Vergangenheit. So. So. Gibt's hier. Eigentlich wäre es praktischer, wenn der Pinsel rechts wäre von der Hand her, ne? Und das ist ja auch das Puderdöschen. Und dann machen wir hier vielleicht nochmal die Pfeile irgendwie. Ist doch gut. Ja, das reicht auch schon. Dann lasst uns mal noch weiter gucken. Wir haben ja auch noch aus dem Wellness-Tag-Pack. Beziehungsweise gehen wir über die Aktivitäten. Ich glaube, das ist besser. Das war auch noch eine Thematik hier, dass wir natürlich noch die Aktivitäten reinbringen müssen. Das ist ganz klar. Also ich würde auf jeden Fall mal so eine Gitarre irgendwie noch mit einbauen. Das hat auf jeden Fall was. Wie ist denn da jetzt der Unterschied? Ist doch dieselbe hier, oder nicht? Blim, blim. Handgefertigte Gitarre. Wo ist die Gitarre? Ist Spaß 3. Wieso gibt es denn die zweimal? Weiß das jemand? Und ja, oder so eine, die hätte noch was. Ja, der Ständer, der sieht so ein bisschen, ja, ist schon geil irgendwie. Jetzt nicht, dass wir da unbedingt ins Blau rein müssen, aber die hätte noch ein bisschen was Kulturelles, so, ne? Das ist so ein bisschen, die sieht nicht so Standard aus, so westlich. Und natürlich eine Geige wäre natürlich auch sehr geil, aber die ist schon wieder Simavari-Geige. Aber wir gehen auf jeden Fall in den Schachtisch rein. Wir holen uns eine Spieltisch, wurde auch geschrieben. Da kann man verschiedene Spiele spielen auf diesem Tisch. Das hat auch ein bisschen was, finde ich. Die sitzen doch immer da auf den Terrassen und zocken irgendwas. Da haben wir nämlich gleich was für die Terrasse auch. Will ich vielleicht nicht auf dem Bad machen, aber hier vielleicht in dem Flurbereich. Das ist so ein Spieltisch, da kann man verschiedene Spiele spielen, also Kartenspiele und was weiß ich was. Puzzle und je nach Pack auch. Mal gucken, hier ist die Yogamatte, Centopie, da gab es aber auch die Goldene, hier ist die Lehrermatte, perfekte Yoga, die genau, die da. Da machen wir Yoga. Hinten, ne, Massage muss hinten raus sein. Das kann ich zur Straße hin. Dann machen wir Yoga zur Straße hin. Also zur Straße in Anführungszeichen. Wir sind ja hier nur unser Grundstück am Rand. Aber morgens hier ist quasi hier die Sonne, ne? Mal morgens so Yoga hier machen. Können wir
das hier vielleicht so ins Eck rein. Ein Stuhl und da nochmal ein. Ja, das wird ein bisschen eng. Jetzt mal so hier ein Yoga-Eck rein und dann können wir die Massageliege und den Schachtisch haben wir noch. Wir haben ja auch unten noch Platz, aber Massageliege kommt hier hin, dann nach hinten Richtung Garten, oder? Da würde ich aber tatsächlich, oder nehmen wir die feste hier, die gibt es auch mit so Farben, aber die passt auch schon ganz gut. Oh, ist auch schön. Ich glaube, ich nehme die. Die ist ein bisschen zu kräftig, aber die ist ganz gut. Ist zwar jetzt nicht weiß oben. Ah, das sind dann unsere Koffer. Ja, das war so das Erste, ne, was wir hatten. Dass das hier so auffällt, würde das hier auch ganz gut noch aussehen. Da haben auch ein paar geschrieben, dass es so zum Ding passen würde. Zum Reisecharakter, ne? Dass man hier in einem Ferienhaus ist oder so. Da müsste aber das Gebäck wieder weg. Oder wir packen das Gebäck hier hin und dieses Ding hier rüber. Weil das finde ich sehr schön. Das passt jetzt hier auch ganz gut dazu. Ruhe ist so irgendwie, das hat sowas. Dann können wir den vielleicht hier nochmal oder wie? Oder hier dazu, dann können wir nämlich die Gitarre hier rüber. Das Beistelltisch. Rollcontainer. Bei uns ist die Vase wieder. Oh nee. Ja, die ist schon geiler als der Kaktus. Oh Mann, der arme Kaktus hier. Der bleibt jetzt hier. I'm sorry, liebe Leute, aber der Kaktus bleibt. Aber das finde ich jetzt schon ein bisschen gemütlicher irgendwie. Das passt. Ich würde auch, glaube ich, gar nichts draufstellen, weil man muss ja die Truhe aufmachen können. So, jetzt aber, genau. Da haben wir jetzt das hier. Das würde ich auch mal so machen, ja. Würde ich auch mal so machen. Und dann können wir hier auch die Vorhänge wieder reinsetzen. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, das bringt auch noch ein bisschen Wärme rein, da wir ja auch wirklich ein Schlafzimmer haben. Und dann ist das vielleicht nicht ganz so offen hier. Das ist so ein bisschen mehr geschlossen, obwohl es natürlich schon sehr, ja, trotzdem überall Fenster und was, ne? Also, ich glaube, das ist gut so. Ja, so ein bisschen die Wärme raus. Und dann haben wir hier nämlich auch noch ein bisschen Luft, ist ganz schön. Hier auch das gleiche Spiel natürlich dann, ne? Da würde ich dann auch sagen, hier gibt es dann nur ein Zweier-T-Dings, weil das ja hier natürlich so ein Schlafzimmer ist, ne? Private Room, da sind keine Gäste oder was dabei. Kann man das so machen? Ich würde das so zum, ne, dass man in die Richtung halt gucken kann, wie machen sich die Ölfelder und so. Wie sind die Einnahmen heute? Und hier dann Massage, da kann man sich dann ein Ding holen oder man macht das privat. Ein Lehrer, der darf dann mit da rein. Und dann können wir hier nochmal Oberflächen, können wir mal gucken. Da können wir auch gern so ein bisschen so was Ratziges reinnehmen. So oder sowas auch, ne, für außen. Ich finde das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und das hier direkt davor, dann haben wir da hinten im Eck wieder. Hier nochmal die das Palmchen von Welt hier. Bananenbäumchen. So ein dezenter Schattenwurf. Ich will da, glaube ich, aber kein. Ich nehme jetzt das, weil es eher zur Liege hier passt. Farblich können wir da nochmal gucken. Das ist halt auch immer die Sache, ne? Ich glaube. Bisschen, ja. Doch, kommen wir neben das. Dann gucken wir mal. Ist halt auch sehr schön, dieses Schränkchen. Das ist, glaube ich, sogar noch besser. Ja, wir nehmen das. Auf jeden Fall. Das habe ich auch im Bad schon eingeplant, eigentlich hier. Das müssen wir unbedingt auch. Und da kommt dann so ein. Da gehen wir mal in alle Anzeigen aus Wellness-Tag. Ich freue mich. Das wird cool. Am Ende wird es cool aussehen. Da bin ich schon überzeugt davon. Nur, man muss halt so ein bisschen die Richtung finden. Und dann flutscht das, glaube ich, auch nach und nach. Da genau nehmen wir so Duftdinger dazu. Dann können wir die vielleicht auch in Orange oder so machen. Dann haben wir das so ein bisschen aufgegriffen.
Thematik. Luftstäbchen kann man, glaube ich, auch auf ein Ding setzen, oder? Luftstäbchen können wir auch hier noch draufsetzen, genau. Das passt auch so. Was ist denn mit den Kerzen eigentlich? Kann man die hier auch noch mal so ein bisschen drumrum, wenn wir schon mal hier so ein paar Kerzen haben? Dass man da auch abends, wenn man abends hier vielleicht ist, ne, dass es so richtig schön leuchtet hier komplett. Mal das mal von oben hier so. Das sind jetzt halt so kurze Kerzen, da kann man bestimmt auch noch andere finden, aber ich glaube, das hat was, wenn das so ein bisschen dezent nur ist, dann ist das so. Probier's mal aus einfach, oder? Ja, dass es so ein bisschen drumrum ist. Ja, aber ich überlege gerade vom Gefühl her, wenn der da rumläuft und das massiert, dann doppelt der in die Kerzen rein, ne? Das ist jetzt eher mein Problem. Wir haben auf jeden Fall die Handtücher unten drunter. Dann lasst uns hier nochmal gucken bei Tag, dass wir machen mal das Mittellicht hier, das hier. Ist ein bisschen höher, ne? Da glänzt nicht so das Haus, nicht, strahlt nicht so, aber dann haben wir ein bisschen höher das Ding. Und hier ist es halt so krass, ne? Und im Live-Modus habe ich so ein Zwischending. Sieht ganz geil aus, das Licht, dieses Zwischenlicht. Ich wollte es euch nur zeigen, ne? Falls ihr euch fragt, oh, wie sieht das bei dir aus? Bei mir ist das anders. Ich gucke immer, bevor ich anfange zu bauen, dass ich ein schönes Licht habe. Mal gucken, ob wir da nochmal vielleicht dann doch sowas auch nimmt. Das ist natürlich auch wieder sehr, sehr, ja, modern. Aber wenn man das vielleicht nimmt hier. Das hätte, glaube ich, was hier so. Ne? Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, das hat was. Sehr luxuriös, modern, gemixt hier mit diesen kulturellen Schränkchen und so. Jetzt können wir hier nochmal gucken, aber ich weiß nicht, ob da ein Fernglas, aber ich finde das eigentlich ganz witzig. Wir haben auch das Goldene hier aus dem Werwölfe-Pack. Und dass man hier sich die Ölfelder unten, da unten sind so Ölbohrdinger da, Öltürme oder wie heißt das denn? Diese. Und das fände ich gar nicht mal so schlecht und das braucht auch nicht so viel Platz, ohne dass es jetzt irgendwie. Ja, ich glaube, das nehmen wir so, das machen wir so. Da steht man hier links davon, das passt dann auch ganz gut. Doch, das sieht, glaube ich, ganz geil aus jetzt schon. Oder Licht, was ihr sagen. So, ja, nochmal das normale Licht. Schön. Doch, ich glaube, das wird toll. Jetzt haben wir hier noch diesen Tisch, da brauchen wir dann noch die Stühle dazu. Dann nehmen wir mal. Ich kann dann überlegen, könnte man auch so alte Holzstühle da oder sowas nehmen? Oder so Korbstühle hat auch was. Ich würde da eher was Schlichtes aber nehmen. Vielleicht sowas auch. Können wir auch mal gucken, ob wir damit was. Die einen in dunkelbraun mit blau hier dabei. Ist mir ein bisschen zu blau. Also so bunt möchte ich da nicht reingehen. Wenn wir eine Farbe haben, dann eine. Also, ne, für einen Raum so ein bisschen. Eine Highlight-Farbe und nicht ganz so bunt. Aber vielleicht diese schönen Sessel. Aber nee. Ich würde, glaube ich, eher ein schlichteres wählen. Was passen denn da für Stühle, sag mal? Ich bin echt am Überlegen, was haben wir denn für Stühle? Ich glaube, da kann man auch mal. Ja, das sind. Oder die? Die finde ich ganz gut. Die haben so ein bisschen was Schnörkeliges, passt zu unserem Holz dazu und sind schön schlicht. Genau. Müssen wir kurz mal gucken, was man da spielen kann, alles. Das Lama nicht, Symbols, Sabak und Puzzles. Genau, Puzzles ist, glaube ich, aus Zusammenwachsen. Sabak ist aus Batu. Weg das Lama nicht, müsste Base Game, glaube ich, sein. Bin mir aber nicht sicher. Und Symbols sind es dieses Kartending. Dieses Steine. Ja. Weiß ich auch nicht. Okay, haben wir das mal gewonkt.
Ja, jetzt haben wir hier natürlich so einen schönen Balkon. Das ist natürlich auch geil, muss man ehrlich sagen. Also sowas hat natürlich auch was. Wenn wir hier dann mal gucken, wie ist denn hier jetzt die Decke wieder weg, sag mal hier. Boah, hat er mir die Decke hier weggerissen hier. Ja, da müssen wir nochmal ran dann. Hier ist er dann, hier ist er auch weg. Was für ein Spiel. Manchmal macht das Sachen, du, da glaubst du hier gar nichts mehr. Ja, mal gucken, dass du hier, diese, da ist die Umrandung noch dran. Das verreißt halt mir alles sonst wieder. Ja, das machen wir dann später irgendwann mal noch. Haben wir die Fliesen haben wir, genau. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir einen Knopf dran. Ihr kommentiert mir bis zum nächsten Mal, wie ihr das findet, soweit. Und wir gucken dann einfach mal weiter. Und das Schlafzimmer bitte auch nochmal. Hier nochmal zum Überblick, auch für mich. Ich finde es immer ganz gut, da nochmal reinzugucken dann, ne? Sieht man nochmal was anderes, vielleicht fällt einem noch was ein. Findet ihr es jetzt besser als vorher? Oder sagt ihr, nee, vorher war es besser? Bitte mal kommentieren. Dann haben wir es natürlich auch weitergemacht, ne? Und dann würde ich sagen, packen wir in diese Ecken hier auch noch die Säulen rein, natürlich. Dann müssen wir es doch komplett machen. Ja, hier ist egal. Aber dann haben wir das hier completed und dann hat das nochmal einen ganz anderen Charme auch, ne, mit diesen Säulen. Das ist schon sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, mir gefällt's. Und was ist hier passiert? Ja, jetzt ist ausgeblendet. Okay. Judy, bis zum nächsten Mal. Euer Daniel, macht's gut. Ciao.